Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos die Funktionalität von Public, Private und dem Static-Modifizierer angeschaut. Und mit unserem jetzigen Wissen über Klassen und über diese Modifizierer kommen wir jetzt zum ersten großen Paradigma, zum ersten großen Konzept der Objektorientierung, der sogenannten Kapselung. Nun, was ist Kapselung? Gehen wir einfach erstmal durch, was dieses Konzept überhaupt heißt. Kapselung bedeutet zunächst erstmal ganz profan, dass wir eine Bündelung von Daten und Methoden haben, die auf ersteren operieren. Und im Prinzip haben wir eben gesehen, das können wir beispielsweise mit Klassen machen. In ihnen kann man eben Felder definieren. Das wären unsere Daten und Methoden generieren. Das wären, wie gesagt, die Methoden. Und innerhalb von Objekten kann man eben über die This-Referenz auf die entsprechenden Daten des Objekts zugreifen. Zur Kapselung kommt aber auch hinzu, dass wir von der sogenannten Datenhoheit reden. Das heißt, in einem gekapselten Objekt ist es nicht möglich, dass Außenstehende die Daten eines Objekts einfach ändern können. Vielleicht sollte ich das nochmal nicht. Die Daten nicht einfach ändern. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, das Objekt bietet, wenn man Daten überhaupt ändern kann, nur über bestimmte Methoden Zugriff auf diese Daten. Und das ist ein ganz elementares Konzept, was es in C eben nicht gibt. Da hatten wir ja, wenn mehrere Funktionen sich gegeneinander aufrufen, eben die Möglichkeit, dass wir sämtliche Sachen, die wichtig sind, per Parameter mit übergeben oder eben auch globale Variablen anlegen, die in jeder Funktion zugänglich sind. Und das hat wiederum dazu geführt, dass man zwar auf diese globalen Variablen einfach zugreifen kann, allerdings konnte sie auch in jeder beliebigen Funktion geändert werden. Und dieser Seiteneffekt des Änderns in der einen Funktion kann dann einen Fehler in der anderen Funktion zubringen. Und genau das soll hiermit eben vermieden werden. Die Daten, die zu einem Objekt gehören, die sind eben nur für dieses Objekt bestimmt und man kann von außen diese nicht einfach ändern. Das beschreibt man mit der Datenhoheit. Und das Letzte, was auch noch zur Kapselung gehört: eine Klasse löst genau ein Teilproblem. Was heißt das genau? Wenn wir eine Klasse implementieren, dann möchten wir für unser Programm genau ein Teilproblem mit dieser Klasse lösen. Beispielsweise die Ausgabe auf der Konsole, beispielsweise das Speichern in eine Datei, beispielsweise eine bestimmte Berechnung durchführen, die für die Logik unseres Programms wichtig ist. Und die Klasse bietet dem Nutzer von dieser Klasse eben eine eindeutige API an, mit der er das Ziel erreichen kann. Also einerseits braucht man wahrscheinlich bestimmte Parameter, wenn die Funktionalität der Klasse über Methoden aufgerufen wird. Und andererseits, dadurch, dass die Klasse das Problem jeweils löst, muss der Nutzer sich nicht mehr explizit um die Lösung des Problems kümmern. Das heißt, er benutzt einfach das Objekt, gibt die entsprechenden Parameter rein, um das Problem zu lösen und bekommt die Lösung. Und dieses
dieser Fakt, dass man durch relativ einfache Aufrufe jeweils ein Problem lösen kann, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt diesen String in eine Datei schreiben und das letztendlich bloß ein Aufruf wird, das nennt man auch mit eben Information Hiding. Das heißt eben nochmal kurz zusammengefasst, die Klasse löst ein Teilproblem und bietet dem Nutzer eine unmissverständliche API dazu an. Und nicht nur wird eben durch dieses gesamte Konzept für die Kapselung eben der Code robuster, sondern der Nutzer kriegt einfach das Objekt, ruft auf diesem Objekt die entsprechende Funktionalität mit bestimmten Parametern aus und kriegt einen Return-Wert. Wie das genau intern innerhalb dieses Objekts oder dieser Methode funktioniert, das muss der Aufrufer gar nicht wissen. Und das ist eben mit Information Hiding gemeint. Ja, und dann schauen wir uns mal eine bestehende Klasse an, die wir schon geschrieben haben. Das war dieser ID-Generator. Und jetzt gucken wir mal, ob er eben diese drei Konzepte erfüllt. Die kopiere ich mir auch einfach mal kurz in die Datei hier drüber. So, also wir haben zuerst die Kapselung. Das heißt primär erstmal, dass er erstmal die Daten, auf denen er operiert, eben unzugänglich für Außenstehende macht. Und genau das sehen wir eben hier. Wir haben hier ein Feld, das ist unser Zähler. Und mit diesem Zähler sorgen wir dafür, dass wir eindeutige IDs rausgeben. Zumindest die ersten 2 hoch 32 minus 1. Und danach gibt es hier den Überlauf, wenn wir ständig hochzählen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Dieser Zähler ist private. Das heißt, außerhalb von diesem Scope kann niemand darauf zugreifen. Wenn wir das Objekt instanzieren, können das ja nochmal kurz machen. Wir nehmen mal diese Beispielklasse weg, die wir für das Static-Beispiel genutzt haben. Wenn wir hier eben den ID-Generator nochmal instanzieren, dann haben wir eben keinen Zugriff in diesem Kontext auf das Feld ID-Zähler, wie wir hier im Pop-up sehen. Ich mache es nochmal groß. Hier sehen wir eben, wir können nur diese Public-Methode erzeuge nächste ID aufrufen. Und das ist eben die Datenhoheit erstmal. Der nächste Punkt ist eben, dass wir hier einerseits die Daten in dieser Klasse definiert haben, die für das Erzeugen der ID notwendig sind. Eben das hier. Und diese Methode ist ebenfalls in der Klasse definiert und sie nutzt eben diesen Feldwert jeweils beim Aufruf, um eine neue ID zu generieren. Also wir sehen schon, die Punkte Kapselung und Datenhoheit werden von diesem ID-Generator zumindest intuitiv ersichtlich umgesetzt. Und wir schauen uns jetzt einfach nochmal eine neue Klasse an, die eben auch nochmal zeigt, was heißt denn hier Kapselung, was heißt Datenhoheit, was heißt Information Hiding. Und dazu erstellen wir uns eben eine neue Klasse und nennen die Lottozahlengenerator. So. Und zoomen mal ein bisschen hin. So, was erwarte ich von dem Lottozahlengenerator? Na, dass es irgendwie eine Funktion gibt, mit der ich Lottozahlen generieren kann. Die nennen wir eben so. Und wir geben ein Array zurück, in dem eben diese Lottozahlen drinstehen. Und als Parameter nehmen wir nichts entgegen, weil jo, was soll uns der Nutzer denn geben? Okay,
Also üblicherweise sind Lottozahlen 6 Zahlen. Ich nenne den Array so, den ich hier implementiere. Und dann können wir einfach mal anfangen. Ich mache hier jetzt eine While-Schleife und ich sage, solange in diesem Array eben nicht 6 Elemente drin sind, dazu mache ich mir noch eine Hilfsvariable, die nenne ich Anzahl, oder eine Zählvariable eigentlich, Anzahl eindeutiger Lottozahlen. Und solange diese eben nicht kleiner oder noch kleiner als 6 ist, führen wir diese While-Schleife aus. So, was müssen wir hier jetzt machen? Ich deute es mal in Kommentaren schnell an. Wir müssen irgendwie noch eine neue Zufallszahl generieren. Und dann müssen wir überprüfen, ob in einem vorherigen Schleifendurchlauf eventuell genau diese Zufallszahl schon mal generiert wurde. Also ob diese neue Zahl eindeutig ist. So. Und falls ja, dann fügen wir diese dem Array hinzu. Okay. Die Frage ist, wie kann man überhaupt eine Zufallszahl, ich sollte eigentlich noch genauer sein, zwischen 1 und 49 generieren? Nun, dazu gibt es eben eine Klasse namens Random im .NET Framework. Und die erstelle ich mir hier als Feld. Und die nenne ich eben Zufallszahlengenerator. Und die kann man sich hier oben auch gleich initialisieren. Ich mache hier einen, da es eine Klasse ist, eben einen Aufruf mit new auf den Konstruktor. Und das kann ich auch gleich schon mal sagen, dieser Aufruf landet letztendlich implizit in einem Standardkonstruktor dieser Klasse. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns in einem späteren Video an. Letztendlich wird aber, wenn diese Klasse Lottozahlengenerator erstellt wird, auch eine Instanz von Random hier implizit erstellt und die können wir dann eben über dieses Feld ansprechen. So, und was ich hier jetzt mache, ist, ich erstelle mir eine neue Zufallszahl. Und dazu nutze ich eben den Zufallszahlengenerator, dereferenziere ihn über den Punktoperator und rufe auf diesen die Funktion next auf. Die können wir uns mal anschauen. Die gibt es nämlich in einer dreifachen Überladung, wie wir hier sehen. Die mache ich mal zu. Also für uns interessant ist eben genau diese Next-Variante. Hier können wir nämlich einen Minimalwert und einen Maximalwert angeben. Wenn wir bloß diese Überladung aufrufen, kriegen wir halt, ich glaube, irgendeine beliebige positive Int-Zahl zurück. Hier könnten wir das mit einem Maximalwert einschränken und hier können wir das sowohl mit Minimal- und Maximalwert einschränken. Genau, und dann können wir uns auch nochmal hier diesen Kommentar dazu anschauen. Hier sehen wir eben, dass der Minimalwert inklusiv ist. Also es kann, wenn wir den angeben, auch dieser Wert zurückkommen. Die obere Grenze ist allerdings exklusiv. Also der höchste mögliche Wert für diese Zufallszahl ist dann eben diese obere Grenze minus 1. Das heißt, das müssen wir ja beachten. Wir wollen zwischen 1 und 49 haben. Das heißt, wir müssen beim Aufruf natürlich eben 1 bis 50 angeben. So, und jetzt überprüfen wir eben, gibt es in diesem Array, den wir schon haben, dieses Element schon. Das heißt, wir könnten hier drinnen eine For-Each-Schleife starten. Und wir gehen hier eben durch die Lottozahlen
und schauen uns an, wenn diese Zahl gleich neue Zufallszahl ist, dann möchte ich eben eigentlich sagen, dass wir das hier schon gefunden haben. Also idealerweise würde ich hier eigentlich ein Return schreiben, nur in einer Anweisung, und deswegen werde ich mir auch diese Funktion hier aus dieser rausziehen und die in eine eigene Funktion stecken. Die nenne ich eben überprüfe, ob Zahl in Array vorhanden ist. Und wir übergeben eben ein Array und wir übergeben eine Zahl. So. Und dann machen wir eben genau diesen Code, den wir hier oben benutzt haben, nochmal. Wir geben hier den Array an und hier die Zahl und wir nennen eben das nicht Zahl, damit wir hier keinen Konflikt haben, sondern Element des Arrays. Und wenn wir eben das einmal gefunden haben, können wir hier True zurückgeben. Und wenn wir durch alle Elemente des Arrays gelaufen sind und konnten keine Übereinstimmung finden, dann geben wir eben False zurück. Und dann mache ich hier innerhalb dieser While-Schleife eben diesen Aufruf. Übergib eben die Lottozahlen und die neue Zufallszahl. Und prüfe das Ganze noch in einem If-Statement ab. Und wenn dieser Fall eintritt, dass wir eben eine Zufallszahl generiert haben, die schon in den Lottozahlen enthalten ist, dann müssen wir eben diesen Schleifendurchlauf nochmal erneut starten. Deswegen nutze ich hier das Continue. Und hier unten können wir dann eben sagen, an der Stelle Anzahl eindeutiger Lottozahlen können wir eben jetzt die neue Zufallszahl hinzufügen. Und dann erhöhen wir hier unsere Laufvariable. Und ganz am Ende der Funktion muss man natürlich noch die Lottozahlen zurückgeben. Gut. Bevor wir uns jetzt nochmal genau mit Kapselung beschäftigen, schauen wir uns erstmal an, wie man diese Klasse jetzt einsetzen kann. Wir erstellen uns hier jetzt einfach einen Lottozahlengenerator und instanzieren ihn. Und dann können wir einfach sagen, dass wir eben einen Array, Entschuldigung, hier die Lottozahlen bekommen, wenn wir auf diesem Lottozahlengenerator diese Methode, die wir gerade implementiert haben, aufrufen. Und dann kann man eben auf der Konsole meinetwegen ausgeben, und dann gehen wir eben mit einer For-Each-Schleife durch diese Lottozahlen durch. Und geben jede einzelne auf der Konsole aus. So. Und dann führen wir mal dieses Stück Code hier aus und sehen jetzt hier oben eben, dass ich diese Lottozahlen generiert habe, die 36, 45, 30, 1, 46 und 29. Ist blöd, die sind noch nicht sortiert, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Und stattdessen gucken wir uns an, was denn jetzt Kapselung für diese Klasse hier genau bedeutet. Wir fangen erstmal hier an. Wir haben hier wieder ein Feld, das ist private. Nennt sich Zufallszeilengenerator. Im Vergleich zum vorherigen Beispiel, diesen ID-Generator, haben wir hier aber nicht einfach einen Wert, den wir intern verwalten, sondern wir referenzieren hier in dieser Klasse ein anderes Objekt und dessen Funktionalität machen wir uns zu schaffen. Und das ist halt eben auch der Punkt, den man mal verstehen muss letztendlich. In einer Klasse, wenn man sie nutzt, ist nicht unbedingt bloß
ein Objekt dahinter stehen, sondern man kann einen sogenannten Objektgraph haben. Das heißt, ein Objekt referenziert wiederum ein anderes Objekt und das kann wiederum auch andere Objekte referenzieren und das bezeichnet man eben in der Objektorientierung als sogenannten Objektgraph. Schauen wir uns später aber auch nochmal ein bisschen genauer an, wenn wir uns über Speichermanagement unterhalten. Anyway, hier eben ein Objekt, über das wir die Datenhoheit haben, weil wir nämlich dieses Feld private machen. Es kann jetzt niemand von außen kommen, wenn ich das hier public machen würde und einfach mal sagen, Lottozahlen, Entschuldigung, den Generator brauche ich natürlich, und dann sage ich hier mal, dieser Zufallszahlengenerator, der ist halt null. Dann kann man eben nicht mehr benutzen, weil es steckt kein Objekt mehr dahinter. Die Verbindung zu dieser Instanz würde dann gekappt werden. So, dann bieten wir dem Nutzer eben eine unmissverständliche API an und wir lösen genau ein Problem. Die API, die wir anbieten, ist genau diese eine Funktion. Diese Funktion hier unten, die ist private. Die könnten wir sogar static machen, weil sie nicht von irgendwelche Felder oder anderen Methoden benutzt, die nicht static sind. Das könnten wir durchaus machen, wie man sieht, und der Code würde trotzdem noch kompilieren. Und innerhalb dieser Methode, die der Nutzer einfach, also ziemlich einfach aufrufen kann, weil er muss keine Parameter spezifizieren und so weiter, werden eben durch den Zufallsgenerator Zufallszahlen generiert und überprüft, ob diese in einem bestimmten Array schon vorhanden sind, und falls nicht, dann werden sie eben hinzugefügt. Was hier auch sehr wichtig ist zu verstehen, diese Klasse hat wirklich nur einen Zweck, und zwar mit Hilfe eines Zufallsgenerators oder Zufallszahlengenerators, besser gesagt, Lottozahlen zu generieren. Sie hat beispielsweise nicht die Fähigkeit zu wissen, wie man Zufallszahlen überhaupt generiert. Das wird wiederum an ein anderes Objekt delegiert, von dem dieses Objekt oder diese Klasse hier abhängt. Ja, also das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wir haben hier nicht eine eierlegende Wollmilchsau, die quasi alles zu diesem Part des Lottozahlengenerierens kann, sondern wir benutzen ebenfalls hier andere Objekte und deren Funktionalität, um bestimmte Probleme zu lösen, ohne dass wir genau wissen, was da eigentlich passiert. Ja, wir sehen bloß diesen Next-Aufruf hier, den wir verwenden, und geben die Parameter an und bekommen dann eine neue Zufallszahl. Der Punkt ist, dass man eben in diesem Fall, für uns ist das hier Information Hiding letztendlich, und für den Nutzer unserer Klasse wiederum ist eben dieser Aufruf letztendlich Information Hiding. Wir wissen nicht genau, was hier innerhalb dieser Funktion, wenn wir diese Klasse Lottozahlengenerator nicht kennen, passiert. Wir rufen sie halt einfach auf. Was intern passiert, ist uns egal. Wir wissen, dass, oder wir sollten annehmen in der Objektorientierung, dass diese Klasse eben für sämtliche Daten, die sie zum Erstellen der Lottozahlen braucht, selber sorgt. Das heißt, entweder man kriegt diese nötigen Werte über Parameter beim Aufruf einer Funktion rein, oder man hat diese Sachen bereits selbst hier als Feldwert referenziert und dann muss man sie beim Aufruf der Funktion nicht angeben. Aber das ist jetzt für den Nutzer unserer Klasse, wenn er bloß das hier sehen würde, eben eine sehr einfache API. Irgendwoher bekommt er ein Objekt, in dem Fall erstellt er sich eben selbst, ruft diese Methode auf
und kann dann die Lottozahlen ausgeben. Was jetzt noch interessant wäre, wäre eben, dass wir diesen Array hier am Ende noch sortieren. Das kann man übrigens auch relativ einfach machen, nehme ich mal an. Das wäre die OrderBy-Funktion. Na gut, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das schauen wir uns nochmal genau an, wenn wir uns mit Arrays und Collections im Detail beschäftigen. Ja, am Ende des Videos möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, dass, was es jetzt endlich, oder welche Best Practices gibt es jetzt erstmal, wenn man selbst Klassen schreibt, um dann ordentliche Klassen zu bekommen letztendlich. Wenn Sie eine Klasse schreiben, muss diese einen bestimmten Zweck erfüllen. Das heißt, für den Nutzer muss irgendwie ein Mehrwert durch diese Klasse entstehen. Sonst macht es ja wohl kaum Sinn, diese Klasse zu schreiben. Also, anders formuliert, wie vorher schon gesagt, eine Klasse löst zumindest ein Teilproblem. Oder sollte eben genau ein Teilproblem lösen, damit sie auch leicht wiederverwendbar ist. Und damit diese Klasse eben einfach einsetzbar ist, sorgen Sie dafür, dass die API, die dem Nutzer zur Verfügung steht, einfach zu nutzen ist. Also nichts ist einfacher, als hier dieses Objekt zu instanzieren, und dann sieht man eben letztendlich genau eine Funktion, diese fett markierte hier oben. Und es ist fast schon idiotensicher, dieses Objekt zu benutzen. Ist ja nur eine Methode drauf. Dann, auch sehr wichtig, Datenhoheit im Blick behalten. Sämtliche Felder Ihrer Klassen sollten private sein. Wenn man diese Werte der Felder von außerhalb ändern können sollte, dann muss das über Funktionen geschehen, die expliziten Zugang zu diesen Feldwerten geben. Ansonsten immer der Grundsatz, Felder sind private, weil die Klasse Datenhoheit behalten muss. Und wie schon gesagt, achten Sie eben darauf, dass genau ein Teilproblem gelöst wird. Sie müssen in dieser Klasse nicht wissen, wie man Zufallszahlen generiert. Sie müssen dazu keinen Algorithmus kennen. Sie benutzen einfach ein anderes Objekt, um das zu lösen. Was diese Klasse kann, ist eben Zufallszahlen generieren, überprüfen, ob die eindeutig sind, die in ein Array zusammenstellen und dann dem Nutzer zurückzugeben. Mit der Einschränkung natürlich noch, dass sämtliche Zufallszahlen zwischen 1 und 49 sind. Wenn man andere Objekte wiederverwendet, sorgt das letztendlich auch dafür, dass die Klassen kleiner sind, weil wir eben nicht die Funktionalität zum Erzeugen einer Zufallszahl beispielsweise in dieser Klasse direkt implementiert haben und dann gibt es die auch noch in der Random-Klasse von .NET. Sondern diese Wiederverwendung von Funktionalität sorgt letztendlich auch dafür, dass wir uns hier eine Funktion sparen können. Und ich gebe ihm auch gleich schon mal einen Tipp. Lieber haben Sie viele kleine Klassen, die eben jeweils auf Ihr Problem zugeschnitten sind und dann beispielsweise, wenn man ein größeres Problem lösen will, spielen letztendlich mehrere kleine Objekte zusammen und werden von einem Objekt orchestriert, um dieses größere Problem, das man in Teilprobleme wieder zerlegen könnte, eben zu lösen, anstatt dass sie wenige große Klassen haben. Also auch gerade in meiner Programmiererfahrung ist es eben so gewesen. Am Anfang, als ich angefangen habe, waren meine Klassen sehr, sehr lang und hatten relativ viele Methoden. Die API war nicht eindeutig nutzbar, die Klassen waren auch meistens schlecht geschnitten. Das heißt, sie haben mehrere Teilprobleme gelöst. Und genau das möchte ich Ihnen gleich auf den Weg geben, versuchen Sie das zu vermeiden. Also ich hatte früher Klassen, die waren locker 1200 Zeilen lang
wenn man sich jetzt diese Klasse anschaut, das ist schon eher das, was ich heute anstrebe. Natürlich ist die Funktionalität dieser Klasse jetzt nicht besonders gut, aber im Durchschnitt sind meine Klassen maximal 100 bis 150 Zeilen lang. Das sorgt natürlich letztendlich dafür, weil die Funktionalität, wenn man programmiert, ist natürlich nicht, wie soll man sagen, sie wird nicht weniger, indem ich einfach mehr Klassen erstelle, sondern man hat dann einfach hier im Solution Explorer rechts mehr Klassen stehen. Aber lieber ist Ihr Solution Explorer voll und man muss ständig scrollen, als dass hier im Texteditor die Klassen sehr groß sind und Sie dafür hier an der Seite bloß sehr wenige haben. Diese Klasse kann man als Leser sehr, oder als anderer Programmierer, der vielleicht diese Klasse irgendwann warten muss, eben sehr leicht verstehen. Es gibt nur eine Methode, die public ist, die aufgerufen werden kann, und an der kann man sich letztendlich durchhangeln, was hier passiert. Und die Anzahl der Zeilen ist eben nicht sehr lang. Also man muss einfach dann auch mit der kognitiven Fähigkeit des Menschen einfach mal umgehen. Der Mensch kann sich nicht 1200 Zeilen im Kopf merken ohne Probleme. Aber sich diese Klasse hier im Überblick anschauen, ist einfach sehr einfach. Und dadurch, dass die Klasse eben sehr klein ist, kann man sie auch leichter wiederverwenden, weil sie genau ein Teilproblem löst. Und wenn ich das irgendwo anders brauche, dann benutze ich sie halt wieder. Wohingegen Klassen, die relativ lang sind, eher dazu neigen, mehrere Probleme zu lösen. Und dann bekommt man eben, wenn man wirklich eine Lösung für was braucht, ein Objekt, das kann sehr viel. Und man weiß eben nicht, ob man das wirklich in der Gänze braucht. Und teilweise muss man dann auch noch am Code rummodellieren, damit genau das rauskommt, was man möchte. Und stattdessen sollte man eben versuchen, die Klassen klein zu halten und dadurch aber etwas mehr hier im Solution Explorer letztendlich an der rechten Seite zu haben. Ja, das war's zur Kapselung. Ein sehr, sehr wichtiges Konzept, deswegen ist auch dieses Video letztendlich lange geworden. Bitte haben Sie diese Begriffe der Kapselung, der Datenhoheit und des Information Hidings griffbereit. Also wer objektorientiert programmiert und sich ein guter objektorientierter Programmierer schimpft, der muss diese drei Begriffe einfach aus dem FF kennen, was das genau heißt. Kapselung bedeutet eben Bündelung von Daten. Zur Kapselung gehört die Datenhoheit und das Information Hiding. Und Sie müssen eben zu diesen Begriffen jeweils ein adäquates Statement abgeben können. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns genauer Eigenschaften oder Properties, auch genannt in C# an. Und mit diesen besonderen Methoden, die man in Klassen definieren kann, kann man sehr leicht Zugang auf Feldwerte, wenn man das möchte, gewähren. Bis zum nächsten Video.